Hallo, liebe Hungrige. Mini-Calzone als Bällchen verkleidet. Für Party, Brunch oder Picknick. Ich finde diese Idee richtig klasse. Und wer mag, kann sogar noch Stiele reinstecken und hat dann Calzone Cake Pops. Wir brauchen dafür Pizzateig, und der kann natürlich auch selbst gemacht sein. Und für die Füllung, das hier ist lediglich ein Angebot, es würde zum Beispiel auch völlig vegetarisch funktionieren. Bei mir also kleine Salamischeiben, Käse, ich verwende Emmentaler, Rindergehacktes, Pfeffer und Salz und eine Pizzasoße, alternativ Pizzatomaten. Zuerst geben wir das Gehackte in eine Pfanne, würzen es kräftig mit Pfeffer und Salz und braten es dann bei großer Hitze krümelig an. Das heißt also viel umrühren, zerteilen, damit sich keine größeren Klümpchen bilden, schön anbräunen und dann von der Herdplatte nehmen. Nun den Käse noch portionieren, das heißt in kleine Würfel schneiden. Als nächstes wird der Pizzateig ausgerollt und dann brauchen wir etwas, um Kreise auszustechen, einen Keksausstecher oder ein Glas. Optimal ist ein Durchmesser von 7,5 cm. Kommt aber auf ein paar Millimeter nicht drauf an. Wir stechen also aus, so viel der Teig eben hergibt. Die Reste lösen wir ab, zum Beispiel mit einem Messer, und können dann den übrig gebliebenen Teig verkneten, nochmals ausrollen und dann wie gehabt verfahren. Nun brauchen wir eine Form für Cake Pops, fetten diese leicht ein, es sei denn ihr habt eine aus Silikon, geben die Teigscheiben in die Mulden hinein, drücken sie ein bisschen an, ein Rand soll dabei noch überstehen, und verfahren so, bis alle Teigscheiben aufgebraucht sind. Womit wir auch schon zur Füllung kommen, ich gebe zu unterst in jede erstmal einen Löffel von der Pizzasoße. Es folgt ein Käsewürfel, ganz nach Geschmack, können es auch zwei sein. Die nächste Schicht besteht aus den Salamischeiben, und weil diese wirklich dünn sind, gebe ich immer zwei davon hinein. Und dann kommt das schon zubereitete Gehackte zum Einsatz. Als Krönung geben wir davon jeweils ca. einen Esslöffel darauf. Damit ist die Füllung vollendet. Und wir drücken nun den überstehenden Teig nach oben, über der Füllung zusammen, rundherum, so dass keine Füllung herauslaufen kann. Das Ganze dabei auch so ein bisschen kuppelartig formen. Und alternativ könntet ihr die Teigscheibe auch herausnehmen, den überstehenden Teig darüber klappen, zwischen den Händen zu einer Kugel formen und dann wieder zurück in die Mulde geben. Haben wir dann alle entsprechend geformt, kommt der Deckel oben drauf und ab damit in den Backofen. Gebacken wird bei 175 Grad Umluft für 15 Minuten. Danach nur ein paar Minuten abkühlen lassen und dann die Formhälften voneinander lösen. Und wie ihr sehen könnt, einige haften in der unteren, andere in der oberen Hälfte. Dann nehmen wir uns ein Messer und schneiden die überstehenden Teigstücke ab. Und wenn wir da mal ein Calzone-Bällchen aufschneiden oder aufbrechen, können wir sehen, der Teig ist fest, die Füllung gegart und der Käse weich. Es kann also serviert werden. Ich meine, eine nicht nur leckere, sondern auch originelle Rezeptidee. Auch als Cake Pops sicherlich ein witziges Fingerfood. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr jedoch lieber Pizza Bagel oder auch Pizza Cheeseburger zubereiten möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.